Dieser Roboter gibt den Küchenchef. Er brät Pfannkuchen, ohne Gefahr zu laufen, sich die Hände zu verbrennen. In Tokio zeigen Hersteller die neueste Generation hochentwickelter Roboter. Sie arbeiten schnell und präzise und sie sind niemals müde. Darum müssen sie oft die schwersten Aufgaben erledigen. Unsere Roboter werden in schmutzigen Situationen eingesetzt, in gefährlichen Situationen anstelle von Menschen. Das ist eines unserer Ziele beim Entwickeln von Robotern. Entwickler arbeiten daran, Roboter mehr und mehr wie Menschen aussehen und handeln zu lassen. Diese lächelnde Androidin kann einfache Aufgaben einer Empfangsdame erledigen. Dieser Roboter arbeitet sehr hart, ohne sich zu beschweren. Die neueste Entwicklung der Designer ist Paro. Dieses süße Robbenbaby maunzt zufrieden, wenn man es streichelt. Gedacht ist das Robotertier für Kinder im Krankenhaus und ältere Menschen in Heimen. Japan ist führend bei der Robotertechnologie, aber andere Länder holen auf. Die französische Firma Aldebaran will andere Akzente setzen. Französische Roboter haben eine eigene Note. Japanische Roboter sind sehr ausgeklügelte Maschinen. Amerikanische Roboter sind oft an das Militär gekoppelt. Französische Roboter stehen oft auf der Bühne, machen Musik, tanzen. Billig sind die Hightech-Roboter nicht. Dieser hier namens Nao kostet an die 12.000 Euro. Für Tischtennisspieler gibt es als Trainingspartner Topio, einen gut aussehenden Roboter aus Vietnam. Seine Fähigkeiten sind unglaublich, nur die Technik ist gelegentlich anfällig.